gib mir mal drei Minuten. Helmut, kommst du mal bitte zu mir? Es geht nicht. Ich kann den Helmut nicht einfach hier unten sitzen lassen, das geht nicht. Ich sitze gerne unten. Ja, ich weiß. Helmut, Olympiasieger 1960. Ein Dialog, der eigentlich keiner war. Kannst du dich erinnern? Harry Klaas war zu Hause, das Radio hat eine Leitung geschaltet. Ich gebe den mal kurz wieder, ich habe den mal damals gehört. Ja? Du warst da nicht der Gesprächige. Also, Harry Klaas sitzt in Berlin, Leitung nach Skoeli. 1960. 19. Hallo Helmut. Hallo Harry. Ja. Helmut, wie ist denn Gange? Ja, gut ist Gange. Ja. Hat mich gefreut? Ja, mich auch. Ja, dann mach's mal gut, Harry. Ja, tschüss, Helmut. Das war ein Dialog, der damals sehr viel Geld gekostet hat. Der Dirk Wienerwand ein künstlerischer. Ja, ja. Nicht ganz hundertprozentig, aber das erwarten wir nicht. Aber der Tenor stimmt. Helmut, wie geht's dir? Ich bin hier ganz zufällig herbeigekommen. Ich muss nicht eingeladen werden. Aber wäre ich durch einen Orthopäden und Traumatologen und Sportmediziner nicht angerufen oder heute da, wäre ich nicht gekommen. Aber ich bin hoch erfreut und möchte den Vertretern der Super Extra Klasse einen Preis überreichen, meinen Preis. Und ich möchte den dreien ganz herzlich gratulieren und auch den Dirk Thiele und Sigmund für ihr Kommentar des Eurosports. Und jetzt bin ich bereit, meinen Beutel auszupacken und den Leuten zu gratulieren. Dann packe deinen Beutel aus, bitte schön. Sprüche zur Erbauung, da können Sie was lernen. Der erste Spruch ist, Erfolg ist die beste Rache. Der erste Spruch, gesammelt über 10 Jahre. Der letzte, der ist von Douglas, der Schauspieler. Und Van Gogh, einer der Altmeister in der Malerei, hat auch einen Spruch gemacht, ein Zitat oder Aphorismen. Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Und die Experten, die 7 bis 8 Sekunden in der Luft sind, wenn ich 19 wäre, dann würde ich mich dazu packen und ich würde mitfliegen. Helmut, muss ich bitte die Grünstoffe nach mir holen? Die DVD vom Altmeister, ich muss für mich auch Reklame machen, sonst geht es nicht. Helmut, sag Bescheid, wenn du fertig bist, okay? Wenn ich schon nicht eingeladen wäre, lade ich mich selbst ein und der Arzt hat hier Schuld. Wo ist er? Hier gibt es keine Einladung, lieber Helmut. Eine Frage der Haltung. Stell dir mal vor, wir hätten hier noch Leute eingeladen. Was wäre dann passiert? Maske kann schreiben, eine Frage der Ehre. Was wir haben eine Haltung, weil wir fliegen. Ja. Ja. Wie kriege ich den Helmut jetzt von der Bühne? Helmut! Flieg runter! Alles klar! Danke, Frau Bischof. Ehrlich, das war spontan. Ich habe nicht gewusst, dass das kommt. Meine Herren, ihr dürft wieder Platz nehmen. Jetzt gucken die alle drei skeptisch. Ich bin ja mit dem Schock. Meine, noch mal was. Ja! Sicherheitsdienst. Ich habe früher Kniebeugen gemacht. Auf jedem Bein 50 Stück. Stellen Sie den Herren die Frage, ob Sie das auch können. 2,5 Salto von 3 Meter Brett. 10-4 im 100-Meter-Lauf. Stell bitte die Frage, ob Sie das können. Du, ich hab, was denkst du, was Sie alles können hier? Die machen das gleich auf den kleinen Finger. Schliri, würdest du mal bitte aufstehen? Schliri, lass mal. Auf einen Bein. Wie hoch ist das jetzt? Können wir das so machen? Geht? Na bitte. Was für
dann kommst du hin. Mach schnell von unten. Da kommst du mir nicht von unten. Das schmeckt so gut. Was hast du? Ich bin zu alt. Ey, nimm mal dein Mikrofon. Nimm mal dein Mikro. Das läuft mir aus dem Bruder, ja, hab ich den Eindruck. Gut, ne? Na, von dir habe ich das ja nicht verlangt. Du kannst ja nicht laufen und nicht springen. Du kannst ja nicht springen. Simi, du enttäuscht mich. Ja. Simi. Simi hat mit dem Knie. Schlimmig, du siehst was ganz natürliche Vorteile. Ich glaube, er ist müde. Ich glaube auch. Wenn wir jetzt die Saison verlängern, ich sage, ja, Schlimmig würdet ihr aber so ein Ding von Herzknallen her. Ja, wirklich. Ja, aber... Ist nun mal zu Ende, ne? Es kommt leider nicht auf die Sprunghöhe drauf an, sondern auf die Weite. Helmut, was will ich denn damit sagen? Die Jungs sind athletisch mit Sicherheit mindestens auf deinem Level. Den Uli möchte noch was sagen. Nein, nicht nur ein Satz, nur ein Satz. Es ist erst dann zu spät. Jetzt macht sie mir das Interview, das darf ich. Das ist auch, wenn man Krankheiten bekämpfen möchte, da ist schon, ich sage immer, Krankheit ist keine Sünde, Gesundheit ist ein Verdienst. Denn Uli, sage ich, es ist erst dann zu spät, wenn man eine Sache aufgibt und Kasai ist ja ein schönes Beispiel. Was, Mikro? Richtig ranhalten, richtig ranhalten. Helmut, nur eine Frage, war es das jetzt? Das war er. Genau. Dann können wir weitermachen. Es hat in der größten deutschen Sportzeitung, Magazin, hat es vor dem Fliegen eine Umfrage gegeben. Wer wird Skiflug-Weltmeister? Die Leute haben nur 10% auf dich getippt. Ja, es ist ja auch für Deutschland gewesen, oder? Ja, aber in Deutschland haben 70% den Namen Ammann gesagt. Im Vorfeld, macht dich das nicht schmutzig? Nein, ich glaube, wenn man den Saisonverlauf von Simi einfach ein bisschen kennt oder verfolgt hat, dann war das irgendwo zu erwarten. Er war in Hochform, ich habe es schon mal genannt, er war in der Form seines Lebens. Hat natürlich auch Materialvorteile gehabt. Ja, das will ich. Machen wir gleich. Nein, keine Frage, er war halt sehr, sehr stark und ich vergönne es ihm natürlich auch. Und es ist sehr schön, sich mit einem vierfachen Olympiasieger zu matchen. Das ist schön.